Hallo meine kleinen Mini-Freunde, heute gibt's noch was ganz Besonderes im Auto. Oh mein Gott. Das war aber wirklich laut. Ich glaube, jetzt habe ich auch einen Tinnitus. Melina, komm mal rein. Du hast... Oh, du bist hast du mit den gemacht. Schuhen an die Decke? Nein. Du altes Ferkel. Nochmal. Oh Gott, dieses Auto. Sie wusste gar nicht, was passiert. Ich bin Tim, ich hab so schwitzige Hände, fass sie an, es ist so abartig das Gefühl. Fass sie jetzt an. Ihh, die sind ja... Hast du gerade mit Fett eingeschmiert oder was? Nee, Bodylotion mit Aloe Vera. Bodylotion. Hm, die hatte ich aber nicht nur an den Händen. Was ist? Ich bin heute endlich mal wieder mit Tim vereint. Oh mein Gott, du bist so schwitzig. Oh, du passt halt genau in meine Achsel. Ja, deswegen, das ist total nass. Die ist halt auch wirklich sehr, sehr nass. Leute, ich glaube, ihr wisst alle, was jetzt passiert. Wir fahren jetzt zu Drive-Ins von Schnellrestaurants. Und da werden wir die Leute ein bisschen belustigen, ne? Oh, wieder so richtig nervig. Entschuldigung. Also Tim, es ist ganz wichtig, dass wir die Leute heute nicht abfacken. Warum? Wir sind heute lieb. Nein. Und süß und aber auch lustig. Ich würde sagen, es geht los. Wir fahren zum ersten Drive-In. Hör auf mich an. Finde ich so geil heute. Und deswegen würde ich sagen, let's go in die Video. Wow! Willst du uns die erste Aufgabe direkt geben oder sollen wir erstmal hinfahren? Wir fahren erstmal hin. Fahren wir bei mir in der Stadt hin? Ja, wir fahren erstmal zu dir in der Stadt hin. Voll toll. Tim, du verstehst halt nicht, dass ich gerade eben meine zweite Impfung bekommen habe und wahrscheinlich gleich zusammenbrechen werde. Das hast du so verdient. Guck mal hier, sie total depressed nach dem Schultag, aber fühle ich halt auch, ne? Ihr blöde Kuh. Oh mein Gott, wir sind so asozial. Aber du hast sie einfach auf fahrender Straße angerufen. Was? Guck mal hier, du rammst denn hier gleich den Spiegel rein. Ich ramm dir gleich was rein. So geil. Das sind Fans. Und jetzt frag mal, ob die Joyce Jungle kennt. Entschuldigung, kennt ihr Joyce Jungle? Was? Die kennt dich halt nicht. Boah, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Heizung. Mir wird echt übel bei dir. Hä, wieso dreh ich denn immer so am Rad, wenn ich mit dir in einer Verbindung stehe? Oh. Dort mit uns geredet, hast du gesprochen? Gesprochen. Mal nochmal? Noch einmal? Nein. Also wir sind am ersten Restaurant angekommen, wir kriegen jetzt unsere erste Aufgabe und wir sind nett, Tim. Oh nee, oh nee. Oh nee. Oh geil. Ah. Zeigt uns auf Instagram. Wirklich? Mhm. Nervig. Schweine. Seid mal leise. Seid ein Kindergarten, die wollen auch nur Spaß. Ich auch. Zehn. Oh Tim, ich werde so schlimm, wenn ich mit dir zusammen bin, ne? Boah, shit. Okay, es geht jetzt los. Ich glaube, da ist der Kindergarten. Wir sind gleich weg. Das ist die Polizei. Oh. Polizei. Oh oh. Fenster können Sie ruhig unten lassen. Ja, sorry. Eine Zulassung hätte ich gerne. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Glück wir hatten, dass er die Kamera nicht bemerkt hat. Mhm. Er meinte dann noch so am Ende, ihr filmt mich jetzt aber nicht. Nee. Und ich dachte so, also Leute, ich musste direkt jetzt 10 Euro Straf zahlen. Ja, Scheiße, aber voll gut. Fürs ich dachte halt jetzt schon so 50, habe ich gedacht. Ich dachte auch so 200. Habe ich auch zuerst gedacht, 200. Ich glaube, wir sollten vielleicht zu einem anderen Restaurant fahren, nicht, dass der hier jetzt auf uns lauert. Ne? Aber hier ist auch die Polizeistation. Da ist die Station, das heißt, ich habe einfach in der Polizeistation gehört, dass jemand hupt, dann ist der Typ beim Fahren los. Dann höchstwahrscheinlich. Gott, ey, wir sind auch so richtig schlechte Vorbilder, ne? Ja. Oh, das ist halt der Bösartige. Das ist wirklich der schlimme Meckes. Hier sind die gar nicht nett zu uns. Haben wir einen Mülleimer hier im Auto? Komm, mach. Echt? Ja. Toll. Was ist jetzt im Auto? Ich muss das nächste Woche abgeben. Ja, und jetzt? Dann suche ich. Ich hasse dich. Warum musst du es daneben spucken? Oh, nee. Ich hab's. Ih, ist das eklig. Hast du's? Mhm. Boah, geil. Oh nein, ich verschmier's gerade. Nee, das ist mein Penis, wo du gerade bist. Das sieht dann wirklich so aus. Nimm's jetzt bitte wieder in den Mund. Nee. Erste Aufgabe, ihr müsst Helium aus dieser professionell getarnten, illegal transportierten Flasche einladen. Das ist nicht illegal, der hat nur Scheiße gelabert. Nein, das ist halt echt semi-illegal. Wir füllen das in Luftballons, dann bekommt ihr die und dann müsst ihr ganz normal bestellen. Aber auf Helium. Wow. Easy. Boah, was hast du mit ihr getan? Nadina, du bist so eine Schreckschraube. Er sagt, ich soll lauter sein, weil ich immer so leise rede. Ich habe ihr ein paar Pillen eingeworfen heute Morgen. Ach du geile Scheiße. Du zahlst. Ich zahl. Deal. Tim, du musst mir jetzt mal halt mal helfen. Warum schreien mich an? Du bist halt nicht in der Kamera. Wir gehen jetzt in McDonald's und machen Scheiße. Okay, wir sind da. Okay. Also, ich hätte gerne eine Cola Light. Ich hätte auch gerne eine mittlere Cola Light, bitte. Also zwei. Was macht ihr denn da? Was Schönes. Und ein Double Cheeseburger, das war's. Du hast aber eine sehr schöne Stimme. Danke. Ja. Wiederhol mal bitte nochmal alles ohne Ballon mit dir. Also erstmal können wir auch ein Happy Birthday Lied für Sie singen. Verstehe Sie überhaupt nicht. Fahren Sie mal durch den nächsten Schalter bitte. Wieso denn jetzt schon wieder? Oh, mir ist so schwindelig. Das ist halt genau derselbe, ne? Wir vergessen halt immer, dass er uns sieht. Hi, kennen Hi. Wir uns? Ja, kennen wir uns. Hi. Heute war mal netter, oder? Ja, sehr gut. Also der war mir heute zu nett. Nee, mich nervt der total. Das ist total fake. Soll einfach entweder nett oder böse sein, aber nicht so... Beim letzten Mal hat er uns halt angeschrien. Dankeschön. Super nett. Kennen wir uns? Ich glaube, ich nicht. Ah, okay, schade. Geh schnell, dass du schwul bist, sonst mach die Anzeige.
Dankeschön. Danke, super lieb. Schönen Tag noch. Ciao. Machen Sie es gut. Rest in peace, bitch. Es läuft aus. Auf die Leasingkarre. Okay, Leute, wir sind am zweiten Restaurant angekommen. Wisst ihr, wo wir hier sind? Wisst ihr, was hier letztes Mal passiert ist? Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Das versuchen wir jetzt nochmal, aber geiler, denn ihr seid eine ganze Band. Du darfst singen und du darfst Geige spielen. Hi, also wir sind jetzt umgezogen. Du bist nicht umgezogen, du bist halt eigentlich ausgezogen. Hey, ich bin der heftige Rockstar mit blonden, geilen Haaren. Ich spiele ja Geige. Hast du schon mal Geige gespielt? Nee, noch nie. Allein dieses Ding ist ja viel zu lang für das Auto. Du musst ein bisschen drücken. Oh. Hört sich an wie so eine Fliege, die gerade so gegen die Scheibe geflogen ist und so. Okay, ich bin ready. Bitte. Hallo, wir hätten gerne zweimal den Plant-Based Whopper. Sieh so, ich rufe jetzt meinen Chef. Ja? Das ist... Hallo, wir hätten gern zweimal den Plant-Based Whopper. Die lachen alle. Er ist müde. Mama, ich hab keinen Bock zu was. Bitte vorfahren. Komm nur einmal, okay? Walla schon mal gar nicht. Wir machen jetzt aber gleich einfach weiter. Ja, ne? Klar, ich höre nicht auf. Oh mein Gott, ja, du hast mir fast alles kaputt. Was ist? Was ist denn heute los? Hey, aber bist du der vom letzten Mal? Ich hab's du voll hast an deiner cool gesungen. Ja. Mama, heute, es tut mir leid, wirklich. Ja, ich bin keine guter Laune. Mach ja. Ja, ich mach den gern Fame. Okay, let's go. Ja, los, singen jetzt. Der braucht nicht so lange. Finde ich total scheiße. Beim nächsten Mal aber wieder freundlicher, ja? Fand ich auch. War nicht cool. Nächstes Mal ein bisschen mehr schlafen. Ist okay. Ey, voll schade, dass er so meinte, Walla, ich hab heute keinen Bock drauf. Aber voll geil, weil ich gesagt habe, Walla, nein. Leute, wir sind beim nächsten Restaurant. Und wir müssen jetzt die nächste Aufgabe machen. Das Auto und ihr werdet umdekoriert und zwar zu diesem Thema. Oh mein Gott, haben wir geheiratet? Ja, ihr seid gerade frisch verheiratet. Und aber zwei Bräute. Ja, zwei Bräute natürlich. Geil. Hashtag Pride Month. Jetzt noch ein Burger, bevor es in den Honeymoon geht. Oh wow. Aber weißt du, was ich geil finde? Wenn wir jetzt direkt nach unserer Hochzeit schon direkt so einen Ehekrieg haben. Ja, cool. Ich will ja halt den Plant-Based Whopper und du sagst nein, ich will mein Fleisch. Dann dekorier jetzt mal gefälligst. So geil, ich liebe Attention. Hallo! Ja, die Frau rafft auch nicht, dass es andere Ehen gibt, außer heterosexuelle. Ja, das versteht ihr halt nicht, die Eier. Schon was. Hi, ich hätte gerne einen Burger. Ja. Mit Fleisch. Nein, ohne mit Fleisch. Fleisch. Ich habe dir gesagt, wenn wir heiraten, dann gibt es kein Fleisch mehr. Das war die Bedingung. Ich. Wie bitte? Nee, jetzt warten Sie mal kurz. Wir haben hier gerade mal kurz ein Du hörst jetzt auf mit dem scheiß Fleisch essen. Ich lasse mich das hier nicht so anfassen von dir. Ich lasse mich gleich mal anfassen von dir. Sau gerne. Silber. Einen Burger mit Fleisch. Nein. Wenn mein Mann das nicht möchte. Hörst du auf? Fass du mich nicht so an. Ich fasse dich an, wie ich will. Ich bin verheiratet mit dir. Also ohne Fleisch. Ja, einmal vorbei, bitte. Oh, scheiße. Oh Gott, entweder sie hassen uns jetzt oder sie lieben uns jetzt. Wir haben gerade geheiratet. Ja. Bedingung war, wir essen kein Fleisch mehr, wenn wir verheiratet sind. Und jetzt hat er mit Fleisch bestellt. Das geht nicht. Ich hätte gerne einen mit und er ohne. Okay, einmal Cheeseburger oder Hamburger. Genau. Nein, kein Hamburger Fleisch. Mit Fleisch und er ohne. Kein Fleisch für beide. Warum lacht er? Ist ein ernstes Thema. Ja, das ist hier ein Ehestreit. Ich habe eine Dorne im Mund. Und ich habe Durst. Es ist nicht lustig. Nee, wirklich. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum es Sie. Es ist nicht lustig. Nein. Wie finden Sie unsere Autoverkleidung? Ja.
Ja? Haben Sie einen Eistee? Eistee, ja. Mit Fleisch, bitte. Er sagt halt wirklich einen Eistee mit Fleisch, hat er gerade gesagt. Ja, hat er gesagt. Ja, das ist total geil. Ich hasse Fleisch, den Eistee ohne Fleisch. Oh mein Gott, stell dir vor, er macht jetzt wirklich den Eistee mit Fleisch. Ja, nein, der kann jetzt keinen Burger Patty in den Eistee machen. Der da hinten steht halt auf mich. Hi, Maus. Hallo, danke schön. Ohne Fett, oder? Ja. Okay, ohne Fett. Ohne Fett für mich, danke. Du musst so lachen, warte, ich muss kurz. Und das Rückgeld? Und Geld hätten wir gern alles. Tschüss. Tschüss. Oh, das ist der Eistee, Scheiße! Oh nein, Scheiße, es schwimmt. Mach, stopp. Es schwimmt hier drin. Scheiße, ich muss den Wagen nächste Woche abgeben. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Nein, das ist ohne Fleisch. Es schwimmt hier drin. Das war auch noch die Cola. Nein. Oh, ich wollte doch die Cola. Und wo ist mein Eistee mit Fleisch? Nein, hier links. Hier haben wir den heißen Typen letztes Mal getroffen. Ja, hier war das. Wo ist denn jetzt mein Eistee? Habt ihr den wirklich auf dem Dach stehen lassen? Nein. Oh mein Gott! Steht er? Steht doch da! Wie geil, wirklich! Wir sind gerade mit Eistee hier um die Ecke gefahren. Tim, aufpassen! Ja, ich guck doch. Okay. Hä? Ich hab voll geguckt. Nein, auf Melina, nicht auf die Straße. Ach so, ja klar. Ich habe gerade schon Kind totgefahren. Ah, hier ist noch eins, pass auf. Also nimm's mit. Ja. Wir sind so asozial. Total geil. So, meine geilen Uschis, wir sind jetzt am letzten Restaurant angekommen. Jetzt wird nochmal so richtig alles aus dem Arsch gezogen. Ja, nochmal richtig, okay. Jetzt wird richtig die Potte aus der Sau gezogen. Die letzte Aufgabe besteht darin, dass Joey den Beat angibt. Wir fahren in den Burger King rein und bestellen uns ein Stück Schwein. Genau so war das. Ja, perfekt. Ihr werdet extrem coole Rapper werden. Was ist denn bei dir extrem cool? Rapper, Alter. Was ist das für ein Outfit, Melina? Ich verstehe das nicht. Okay. Ich fahre weiter los. Und sehe aus wie ein fetter Klops. In meiner pinken Jacke riecht selbst mein Shirt nach Kacke. Also, noch. Ich fahre jetzt hier in den Drive-Thru rein. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll. Oh nein. Haben Sie auch Burger mit Fleisch? Worauf haben Sie denn Hunger? Wir haben scharfe Burger, wir haben große Burger, kleine Burger. Käse oder Schinken? Da tue ich meiner Oma winken. Mir ist ganz egal was. Hauptsache ist es nass. Okay. Vielleicht eine Cola Light? Das wäre ganz gescheit. Okay. Cola Light? Weißt du Bescheid? Mögen Sie Mozzarella? Mozzarella? Das klingt nach einem vollen Teller. Hallo, ich übernehme mal ganz kurz. Was müssen Sie bestellen? Eine Cola Light, ja, aber Ihre Mitarbeiterin wusste Bescheid. Meine letzte Bestellung wären die Nuggets mit Barbecue-Soße, wäre optimal. Ich fahre jetzt vor, ich kleiner Pottwal. Okay, kein Problem. Fahren Sie kurz vor, ja? Oh mein Gott, ey. Okay, bist du bereit? Jetzt stehe ich hier an der Kasse. Vor der breiten Masse. Voll berühmt. Warum gehe ich eigentlich noch arbeiten? Nämlich anscheinend hier jeder kennt in Deutschland. Kennst du Joey's Jungle? Nö. Hm. Alter, kenn ich irgendwer eigentlich? Für wen ist das Video? So Arschloch. Dreht ihr irgendwas? Wir drehen YouTube-Video. Ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte, ihr hättet Tourette. Hi, wir sind dann jetzt auch mal hier. Und da oben ist die Polizei. Was oh shit, wir die steigen aus. Ja. Du verstehst das wir halt nicht. Wir hatten heute schon Stress mit der Polizei. Genau, du musst schon Strafe zahlen. Du, 10 Euro. Aber das verkraftet er bei dem Einkommen. Ja, danke. Mhm. Oh, mit Strohhalm. Ist das Plastik oder wieder verwertbar? Ciao, Bitches! Da ist immer noch die Polizei. Scheiße. Fahr jetzt! Er versteht es nicht, ne? Hör mal auf. Ich hab vergessen den Blumenstrauß. Ja, Bratan, Alter. Geh zurück, Alter. Ey, die haben mir schon wieder nicht die Rechnung gegeben. Ich geh da jetzt nochmal hin und geb denen das Blumenstrauß. Entschuldigung. Krieg ich die Rechnung noch? Ja. Und dann kriegst du auch die Blumen von mir. Oh, wie schön. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Meine geilen Uschis, ich würde sagen, das war der geilste Tag in meinem Leben. Wenn ihr das auch so geil findet, dann gebt einen Daumen nach oben, denn we love you. Nee, ich lieb dich, weil du immer mit mir so eine Scheiße machst. Ja, ich lieb dich auch deswegen. Wenn ihr uns geil findet, dann abonniert doch einfach mal den Kanal hier. Nee, auch Daumen hoch. Ja, haben wir schon. Ich will 100.000. 100.000. Sonst gibt's keinen dritten Teil. Tim hat auch noch Social Media, also checkt ihn aus, ja? Mhm. 24 Tim. Und damit ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Muah.